Und ich bin natürlich voll beschissen. Ja, nice. Das nächste Training simuliere ich erstmal wieder. Moin und ein fröhliches Hallo, eine neue Runde FIFA 17. Wir befinden uns in London. Ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich meine, es It's war been going well, Training. Dad. A few sub-appearances, more than I expected. Think you might be able to come and see me play soon. You have any idea how much flights to England cost these days, Alex? Yeah, but, you know, I'm earning now. Not a fortune, but maybe I could help you out. Look, Alex, things are pretty mad here. Better be off, okay? Just don't get too dazzled. Yeah, wait, wait, Dad, Dad. Bye, son. Was für ein Wichser. Remote, remote. What do you think you're doing? And with such a world-class player as Harry Kane joining our squad, we're confident we can push on from last season. Harry, how does it feel to have signed? Yeah, really excited. Buzzing to be here. It's a special day for me. Just can't wait. That's what I'm doing here. Signed this morning. Another striker. They reckon they're going to start him up top next game. They? Who have you been talking to? I made a few calls on the way over. Don't get me wrong, it might just be gossip. Come on, spit it out, Michael. Well, they're planning on playing Gareth in behind him. What? Apparently he's a better fit for the system. And Philip Bernard into the squad, as well as signing several promising youngsters like Del Walker. So we're very happy with the okay. Fans now, but in this game you never know. Okay. Ich bin quasi der Shit in dieser Mannschaft und werde behandelt wie der Shit. Okay, wir trainieren nochmal defensiv. Sonst ich darf mein Pad wieder in die Seite legen. In a bit. Good workout, mate. Hey, Harry. Yeah, you'll be making your debut next match. I'm sure the gaffer will decide that one. Right, Alex? Ja, gut. Machen wir mal. Verteidigungsgrundlagen. Defensive 2 gegen 1. I don't know. Ich simuliere das jetzt mal kurz. C. Okay, why not? Muss man auch mal gemacht haben, ne? Ich habe ehrlich gesagt mehr Lust zu spielen. Come in. Have a seat. Uh-oh. You know, lad, this league's more intense than anything you've ever experienced. It'll chew you up and spit you out if you're not 100% ready for it. I'm ready. Well, right now, you're doing all the right things to get noticed. And ordinarily, that would be enough to get you a start. But the manager feels it's still too soon for you to be starting a Premier League game. You still need a bit of experience from the bench before you're ready to walk out with the rest of the lads. Hey, keep working hard, playing well, and one day your name will be on that team sheet. Understand? Good. I'll be off for you. Cheers. Mm-hmm. Oh, da ist aber jemand angepisst. Okay. Okay, hier in den Socials geht es auf jeden Fall ab. Wir gehen einfach mal weiter. Wir sind kurz davor, in die Startelf zu kommen. Ich bin mir sicher, dass das Teil der Story ist, also dass man darauf wenig Einfluss hat. Weil... Obwohl, ich weiß es nicht, ne? In dem letzten Spiel habe ich ja jetzt nicht so gut gespielt.
Da gibt's den Wechsel. Arthur kommt in die Partie. Kommen direkt wieder rein. Und das bei einer knappen Führung für Man United. Und Alex Hunter, also wir führen. Wir sollen uns Vorlage holen, dadurch das Spiel gewinnen am besten. Und den Trainer beeindrucken, na gut. Also Walker und ich teilen uns quasi eine Position. Upsi. Jetzt wollte ich das fast gerade mit Maus und Tastatur spielen, das gibt's doch nicht. So, Einstellungen. So. Regulär ist noch eine. Dann fangen wir mal an. Der war eigentlich gar nicht so schlecht. Der war aber eigentlich schlecht. Der war gut gemacht vom Torhüter. Nee. Okay, wo ist denn unser kleiner Hunter? Oh. Livermore. Schlechtes Timing. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Sie lassen Ball und Gegner laufen, die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Ja, komm, nach vorne. Alex Hunter. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Und jetzt die Chance. Und Alex Hunter macht ja ihn. Das war's doch, oder? Das war doch die Vorlage, die wir uns hätten holen sollen. Und wir haben das Tor verwandelt. Boah, da war auch ein bisschen Glück dabei. Ja, ja. Jo, da war ein bisschen Glück dabei. Boah, ich habe mich aber auch echt konzentrieren müssen. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Ja, das schaut gut aus. So, jetzt können wir die ganze Sache ein bisschen lockerer angehen. Wie immer, können uns dafür. Foul von Man United gibt Freistoß. Foul? Können uns dafür ein bisschen mehr um das Passspiel kümmern. Wir haben eine Bewertung. Wir haben eine Bewertung von 7,8. Das ist jetzt so eigentlich ganz cool. Aber da geht noch mehr. Ich möchte natürlich in die Startelf. Die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. In die letzten 10 Minuten. Das heißt, wir hauen jetzt erstmal noch eine Vorlage raus für den Kollegen hier. Das war abseits. War es nicht. Das war das Tor. Das war mega gut. Tor für Manchester United. Alles klar. Nice. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Das ist es. Man muss hier echt auch mal ein bisschen locker bleiben. Mit der Innenseite ins Netz. Upsi. Und mit dem 3-0 schlechtes Timing. Sorgen Sie hier für klare Verhältnisse. Aber wir sind immer noch bei 8,9. Gibt's auf der nach oben nicht ganz offenen Sie sind geduldig EA-Skala. Und für Lücke. Shit. Bei der Abwehr wird das nicht Lauf, du kleines Früchtchen. Lauf. Das war close. Und bitte sehr. 9,6. Ja, Mann. That's it. That's it. Und da spielen die beiden hier clever aus. Da bleiben sie cool. So, wir müssen, wenn ich das eben richtig mitgekriegt habe aus dem Video und aus dem Off quasi, müssen wir mit unserem Kontrahenten, der Gareth Walker, den wir aus der Kindheit kennen, quasi um den Platz in der Elf hier kämpfen, um die Führungsposition als Stürmer bzw. Spielmacher. Ja, finde ich Storyline-mäßig. Wow. Wow. Eigentlich. Hallo. Jetzt gibt's Freistoß für Manchester United. Ich wollte gerade sagen. Oh, wir schießen den Freistoß. Schauen wir uns gerne nochmal an, den Treffer vorne, Alex Hunter. Tor ist natürlich leer, aber trotzdem nicht ganz so einfach. Der Abschluss passt. Hm. Wo war ich stehen geblieben? Weiß ich nicht. Egal, wir fahren das Ding einfach nach Hause. Wir haben noch 5 Minuten Spielzeit. Gucken, ob ich hier irgendwie noch ein bisschen in der Gunst steigen kann. Alex Hunter. Manchester United greift an. Defensiv machen sie es gut. Er spielt den Pass zurück. Komm schon. Unten oder oben? Da kommt der Steilpass. Das könnte die Gelegenheit geben. Und er schießt. Alter Schwede. Dreierpack hält.
Bam, 10er Bewertung, das ist auch neu. Das hatte ich auch noch nicht. Und wenn wir jetzt nicht in der Startelf sind, ey, dann weiß ich es echt nicht. Ne? Was für ein Passspiel, runter, hoch und nochmal runter und rein. Das war ja wohl echt, das Tor ist auch fast umgeflogen. Kommt hinten total gut hoch. Ey, was ist das für eine Grafik aussieht. Hier, er rastet richtig aus. Sie hören nicht das auf, Game macht einfach Bock. Es macht einfach Bock, das Game. Über die Woche verteilt werde ich mit meinen Kollegen ein bisschen was aufnehmen. Da oben bitte. Ja, oh, danke. Wieder in der gefährliche Flanke. Tja, die Flanke war gut, aber der Verteidiger ist da. Mit unserem Online-Team. Das ist Freistoß gegen Manchester United. Und das wird auf jeden Fall mal richtig witzig, weil die Jungs spielen alle schon ein bisschen länger zusammen und ich bin seit diesem Jahr erst dabei. Insofern war dieser Wechsel absehbar. So richtig. Die sind natürlich schon eingespielt miteinander. Spielen FIFA jede Saison, können die Tricks mehr oder weniger. Und da bin ich so der kleine Hunter, der sich da erstmal. Was ist denn für eine Flanke? Der sich da erstmal so ein bisschen mit reinfinden muss. Nochmal der Blick auf das Tor von Alex. Finde ich aber auch gar nicht so verkehrt. Wir haben da schon gestern die ein oder andere Rasur bekommen. Diomande. Aber wir haben auch Spiele gewonnen. Und ich würde sagen, wir gehen nach oben. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Komm, Team. Harry Kane. Uff. Da ist er drin. Tor für Manchester United. 3 Minuten. Ja. Komisch, dass das Spiel eben, was heißt eben, in der letzten Aufnahme so schwer war und dieses hier schon wieder so läuft, als ob. Kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht der deutliche. Weiß ich auch nicht. Aber das wird wohl an der Stärke des Teams liegen. Ich meine, immerhin waren wir eben gegen Liverpool unterwegs. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt vielleicht. Tor, Alexander! Also, wir räumen hier gerade übelst ab, ne? Wir müssen auf jeden Fall in die Startelf. Und heute stimmt's wirklich mal. Jeder Schuss ein Treffer. Ja, Mann, jeder Schuss ein Treffer, so soll das sein. Ich bin auch echt übelst gut eingespielt. Wenn ich hier ein 10-0 rausholen kann heute. Would be nice. Aber nicht, wenn wir nur 3 Minuten Nachspielzeit haben. Ich mache hier noch ein bisschen Passspiel. Hier. Komm, hau mal raus, pfeif mal ab. Wir machen es wie die Großen. Und schinden einfach mal auch ein bisschen Zeit. Jo, das war's. Nice! Dicke Partie auf jeden Fall. 7 Tore. Jetzt bin ich gespannt, ob wir in der Startelf sind. Also der Typ muss auf jeden Fall mal hier... Wie viele Tore haben wir gemacht? Also mehr als 3 auf jeden Fall. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Das war aber mega krass. Und jetzt die Chance. Und Alexander macht ihn. Alexander, der Mann des Spiels. Glückwunsch, Schwierigkeitsgrad Amateur scheint dir keine Probleme zu bereiten. Vielleicht solltest du mit Halbprofi probieren. Möchtest du die Schwierigkeit jetzt ändern? Ja, Mann. Ey, finde ich aber auch mega gut, dass das so gemacht wurde. Also ich habe quasi am Anfang ein Freundschaftsspiel gespielt, wo meine aktuelle Stärke ermittelt wurde. Und jetzt habe ich mich durch die Spiele, die ich gemacht habe, schon verbessert. Und das Spiel bietet mir quasi von alleine an, ob ich nicht eine Stufe schwieriger spielen möchte. Ich habe es auch schon in 1-2 Aufnahmen gesagt. Und ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Ja. Ne? Hull City war jetzt vernichtend. Ich bin gespannt, was passiert. Sollte ein Video kommen? Sollte es nicht. Startelf-Bonus. Kriegen wir dann hoffentlich ab der nächsten Runde. Torschützen-Bonus mal wie viel? Wie viel haben wir gemacht? Mal 4. Crazy Einnahmen. 59.000, fast 5,5 Millionen wert. Wir sind immer noch nicht in der Startelf. Ist natürlich mega hot, ne? Keine Attribute? Nichts? Und wir haben immer nur noch 2 Skillpunkte. I'm not sure if we... Weiß ich nicht. Ich glaube, ich sollte das trotzdem mal erweitern hier. Wir gehen einfach auf Schießen. Mehr habe ich jetzt nicht.
möchte nicht, dass das irgendwie verfällt oder so. Und wir gehen einfach mal weiter. Social Media ist da. Erreiche In The Journey 50.000 Follower. Nice. Ja, wir schauen mal, was hier jetzt noch so weitergeht. Und es ist noch ein Trainingstag am Start. Ich würde sagen, das hängen wir einfach nochmal dran. Weil ich habe ja eben simuliert, ne? War das in dieser Aufnahme? Don't know. Time to work. Alles klar. Freistoßgrundlagen, Freistoßflanken. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal so verkehrt. Können wir mit beginnen. Ich lege den Pad weg. Mausbewegung, linke Maustaste, alles klar. Ach, das ist das, was wir eben schon gemacht haben. Finde ich hot. Ja, safe. Nennen wir safe. Der eiert natürlich Der eiert natürlich ein bisschen. Das war jetzt der Vollsprintschuss und der geht natürlich nice daneben. Ich versuche den da mal jetzt rumzuzirkeln. Ich glaube, der war zu doll. Ja, ich darf halt nicht über die Hälfte kommen, habe ich das letzte Mal schon gesagt, ne? Idiot. Das war jetzt genau die Hälfte. Ein bisschen tiefer. Ah, zu doll. Ja, über die Hälfte ist echt zu doll. Okay, gut. Der war wieder gut. Den da rumzuömmeln. Nice. Okay, der war gar nicht so verkehrt. Ich möchte mal ein B haben. Das heißt, ich muss diese Teile besser treffen. Ich zeige mal mit der Maus einfach da drauf. Ey, und schieße wie ein Höhlenmensch. B. Freistoßflanken. Flanke S. Nice. Was war das denn? Okay. Flanken scheint es zu sein. Bisschen stärker. Nee, das war nicht so gut. Oh, der erste war aber gleich im Tor, ey. Krass, okay. Okay, das haben wir drauf. Vielleicht doch nicht. Okay, das ist schon mal cool. Zehn Punkte, 10.000. 11.600, ah, alles klar. Das haben wir drauf, das müssen wir nicht nochmal machen. Und jetzt hoffe ich, dass wir in der Startelf sind. Weitschüsse, jawoll. Wir sind immer noch nicht in der Startelf. Naja, gut. Wir haben ein paar Attribute dazu bekommen. Skillpunkte haben wir immer noch nicht bekommen. Wir haben es so langsam raus mit dem Training mit der Maus und der Tastatur. Und ich bin gespannt, was als nächstes auf uns wartet. Wir haben noch einen Trainingstag. Ich würde sagen, den hänge ich einfach hinterher. Den hänge ich einfach nochmal hinterher. Dann können wir in der nächsten Runde gleich anfangen mit einem kleinen Game. Heutige Trainingseinheit. Übung hinzufügen. Wir üben mal Schüsse, weil das war echt noch nicht so, oder? Obwohl Abwehr und Dribbeln eigentlich auch gar nicht so verkehrt wäre. Ich möchte schon, dass sich unsere Attribute dies hinsichtlich hier schon sehr verbessern. Wir hatten eben Schüsse. Komm, dann nehmen wir jetzt mal Pässe. Oder können wir hier noch andere Schüsse nehmen? Schussgenauigkeit, schwer. Weitschüsse. Ja, komm. Wir nehmen mal Schussgenauigkeit. Und für Übung Nummer 2 holen wir uns mal einen einfachen Dribbling-Parcours. Müssen wir ja mal machen, ne? Komm, schauen wir uns das Ganze mal an. Linke Maustaste Schuss. L umschalten ist Lupfer. D halten, angeschnittener Schuss. Schuss halten, linke Maustaste. Eieiei. Ich muss schon von da schießen, oder was? D und linke Maustaste. Okay. Nice. Ah, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Das müsste ich nochmal mit dem Pad irgendwie rauskriegen. Wie das worked.
Nice. Was haben wir? B. Das machen wir nochmal, weil wir wissen jetzt, wie es geht. Sagt er und verkackt. Ich schieße schon daneben, mehr oder weniger. Aber er zielt dann doch aufs Tor. Nee, der war nicht so. Mehr Einsatz. Toll. Penis. So, jetzt müssen wir den Dribbling-Parcours machen. Ja, komm. Oh, Baby. Was ist hier los mit dir? Nee. Neuer Versuch. Komm, wir versuchen es. Willst du mich verarschen? So. Hoch, runter, hoch, runter. Nee. Okay. Boah, hätte ich mal das scheiß D genommen. Gut gemacht. Fortsetzen. Boah, krass. Das war gar nicht so leicht. Immer diese Maus- und Tastaturgeschichte. Ja, ich würde sagen, wir haben 31 Minuten erreicht. Das war auf jeden Fall mal wieder eine längere Folge. Wir hatten zwei Trainingseinheiten und ein kleines Spielchen. Und ich bin natürlich voll beschissen. Ja, nice. Bis nächste Training simuliere ich erstmal wieder. Boah. Das war immer gar nicht so gut. Naja, wir werden sehen, was das nächstes passiert. Wir haben wieder einen Skillpunkt. Das nächste passiert erstmal wieder ein Spiel, was wir zu machen haben. Ich würde sagen, ich verabschiede mich erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da und bis bald. Tschüss.